Schau dir deine Sammeltypen. Wie würden die Leute reagieren, wenn sie herausfinden würden, dass Innos eine Schwester hat? Ich bin sicher, dass es so ist. Das ist die ganz natürliche Ordnung der Dinge. Jeder hat eine Schwester. Ich habe eine Schwester, also haben andere das auch. Ich meine, sie schreibt mir nie zurück, aber sie macht das wahrscheinlich nicht mit Absicht. Ich begrüße erstmal Zuschauer, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Session Ründchen mit Gothic 2 und heute mal zusammen, zu zweit, gemeinsam mit meinem Cousin. Mein Cousin Black HD ist ja dabei, guckt. So, jetzt kannst du was sagen. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Oder eigentlich bin ich ja heute herzlich willkommen. Aber wie gesagt, das hier ist ja nicht das, also das ist ja wirklich eine Mod, die ist ein komplett eigenes Spiel. Du siehst ja, dir kommt hier gar nichts bekannt vor, ne? Oh. Okay, da kann ich fliegen. Wie viele Punkte hast du noch, wie viel Lebensenergie? Ich hab noch 74, aber hier unten ist ein Lurker. Ja, komm, lass mal in Ruhe. Ich hab keine Schüsse mehr. Wir müssen erstmal Pfeile kaufen. Das ist mir zu gefährlich hier gegen den Lurker mit der Sense. Okay, ich speichere erstmal. Sehr gute Idee. F10 ist eine sehr gute Idee. Das war immer das Schöne an Resident Evil. Man wurde nicht irgendwie verleitet, irgendwie zu speichern. Das ging ja nicht. Ging immer nur an der Schreibmaschine. Das ist richtig. Man konnte nicht speichern. Ja, das ist richtig. Da musstest du dann auch am Stück durchziehen, ne? Ja, das war früher so. Ich muss auch sagen. Nicht mit ins Bett gehen. Nee, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass. Aber bei Gothic 2, sind wir doch mal ehrlich, bei dem Spiel hat man doch einfach immer viel zu wenig gespeichert. Das war doch irgendwie immer so. Pass auf, ich hau jetzt die Blutfliege, schaffe ich. Bist du in der Nähe, ja, ne? Gib doch mal hier ein paar Krallen. Deine Blutfliege, die haben wir geschafft, so. Haben wir immerhin die Flügel. Also jetzt, ich habe richtig viel, weißt du, wie viel Arbeit das war, das alles, das Geld dafür zu verdienen, dass wir hier lernen, Trophäen von den Tieren rauszunehmen, ne? Da habe ich, wie viel Zeit habe ich aufgebracht, um Zeug zu sammeln und zu verkaufen, weil jede Eigenschaft, alles, was du gelernt hast, ne, Blutfliegen, Flügel rausreißen und so, ne, kostet immer 150 Gold. Ey, weißt du, ich habe hier gefarmt, wirklich wie ein Blöder. Dann habe ich ganz viele Wölfe umbringen müssen, ohne dass ich das Fell abziehen konnte und so. Ach, war das so ärgerlich. Wir gehen mal hier hoch, vielleicht finden wir hier oben gleich Bodowin. Bodowin ist irgendwo vor der Stadt. All über die Ohren ziehen. Hier sind Wölfe, guck mal. Ich drück mal F10. Da oben geht's in die Stadt rein. Aber Wölfe, die schaffen wir ja. Ja, zu zweit. Aber du musst halt bedenken, alleine ist schon anstrengend. Fell gibt Geld. Fell gibt, das ist wichtig jetzt. Jetzt, wo wir Fell abziehen können. Wir haben nicht gespeichert, wir Trottel. Oh, ich hab gespeichert. Sehr schön. Ich hab nicht mal getroffen. Aber guck mal hier, Krallen, Zähne und Fell und Fleisch. Das ist eine Goldgrube jetzt. Ich speichere mal. Ich war erstmal die Blutfliege. Höhle, oder? Da hinten ist Licht. Ja, warte, lass mich erstmal die Blutfliege kaputt machen. Dann können wir uns um die Höhle kümmern. Aber was mir nicht gefällt, ist hier, wie der Schaden angezeigt wird. Das hat so irgendwas von Final Fantasy. Na gut, mit einer Sense kämpfen hat ja auch was von Final Fantasy. Oh, ein Schwein, pass auf, das ist stark, ein Schwein ist stark! Nein. Ja. Danke für 50 Rosen. Meine Frau. 50 Rosen hat sie rein investiert gerade. Pass auf, jetzt drücke ich da wirklich mal auf Speichern. Da ist jemand. Das sind Banditen! Ach so, Banditen, die haben meistens viel Geld und Lebensmittel. Und viele Pfeile haben die. In ihren Bögen. Die lass mal in Ruhe. Nein, komm, lass die in Ruhe. Okay. Mach hier den Scavenger noch kaputt. Warte mal, hier unten ist noch was. Zum Glück habe ich die Sense schon gelevelt hier. Was ist hier unten noch? Wo bist du? Ah ja, okay. Ja. Genau, hier Warte mal, was hab ich Scavenger jetzt, noch looten. Was hab ich jetzt immer mal gespielt? Irgendwas mit Dynastie. Danke, so ein Aufbau. Teffi, für die vielen Likes. Dynastie kommt. Dein Name sagt mir irgendwas. Also da irgend so ein. Ja, ich habe das so lange gespielt und da habe ich mich immer gefreut, wenn Banditen kamen, weil Banditen hatten immer viel Geld und Waffen und. Lass uns erstmal eine Rüstung besorgen. Ließen sich relativ schnell und leicht verkloppen.
Okay. Wenn das ja natürlich nicht so ist, dann. Nee, lass uns erstmal eine Rüstung besorgen. Und der Bogen, den wir hier haben, ist auch echt schwach. Wir sind hier ganz am Anfang noch, ne? So, also ich würde ja gerne zaubern. Ja, das können wir machen. Wir gehen in Richtung Kloster. Und zwar machen wir das wirklich. Wir müssen ja aus der Stadt hier raus. So, hier die Stadtwache. Können wir jetzt anfangen. Wir müssen erstmal die Quest machen, oder? Genau, quatsch mal die Stadtwache an und guck mal, was du denen fragen kannst. Du musst das immer vor mir machen. Ich drück mal auf Speichern. Nicht, dass du. Weil manchmal bei meinem Sohn war es so, dann mussten wir das nochmal laden. Ist Jorn hier vor kurzem vorbeigekommen? Genau, das ist Jorn. Jorn hier vor kurzem vorbeigekommen? Der weg ist. Wer? Ein Typ etwa so groß wie ich mit Glatze, aber etwas muskulöser. Er ist zusammen mit mir und dem Rest unserer Gefährten hier angekommen. Nein, diesen Landstreicher habe ich hier nicht gesehen. Okay, der ist nicht hier angekommen. Nerv jemand anderen. Okay. Was kann man dann hier antworten? Man kann sagen, hast du irgendwas über den Einbruch bei Kurt mitbekommen? Hast du irgendetwas vom Einbruch bei Kurt mitbekommen? Ich habe davon gehört. Siehst du und das auch ich denke, jetzt? Ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Nee, ich muss war. Es auch machen, nach dir. Du okay. Natürlich. Der gute Mann hat dich bei sich aufgenommen. Und wie dankst du es ihm? Okay, das war's. Okay, also ich habe jetzt das Zweite zu ihm gesagt und jetzt kann ich doch nichts mehr anderes sagen. Also hier... Nee, jetzt war's das, ja. Aber wir haben einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Hast du das Gleiche gesagt wie ich? Bestimmt, ja. Zweite. Also auch das Zweite, okay. Okay. Ja, das ist nämlich so, wenn man jetzt unterschiedlich mit denen redet, kann es passieren, dass es eben auch unsere beiden Geschichten einen unterschiedlichen Verlauf nehmen. Das muss aber nicht schlimm sein. Guck mal, hier ist eine Anschlagtafel. Ja, an der Anschlagtafel kannst du dir Bekanntmachungen ansehen. Zum Beispiel gefährliche Routen auf Arculus ist hier gerade eine. Dann kannst du die wegnehmen und dann hast du die einstecken, kannst du sie durchlesen. Du kannst dir angucken, wer hier handelt und du kannst dir vom Dorf eine Karte anschauen. Aber gekauft habe ich noch keine. Okay, ich habe die jetzt einfach mitgenommen. Handels- und Lehrangebote. Genau. Und jetzt, wenn du auf Tabulator drückst, hast du das jetzt auch bei Neu, steht dann auch mit You da drin. Okay. Kann man jetzt da drauf drücken, kannst du lesen. Es empfiehlt sich aber vorher mal zu speichern, weil letztens ist mir das Spiel abgestürzt, als ich sowas gelesen habe. Die Insel Arculus ist wirklich, ist wahrlich schön und bietet viele atemberaubende Ausblicke. Vermisste Reisende in diesen Gebieten, sie werden als gefährlich eingestuft. Aha, die Nebelmarschen, südöstlicher Teil der Insel und die südlichen Sümpfe. Da sollten wir also nicht hingehen. Doch nicht. Hörst du die übrigens, hast du auch so eine schöne romantische, langsame Musik? Nee, ich hab so Blasmusik. Okay, die Musik ist auch sehr gut gemacht hier. So, hier ist Timo, das ist der den Kompass verloren hat. Den du bei dir im Spielstand gehabt hättest, aber ich eben bei mir nicht. Wegen dem sind wir ja rausgeflogen aus dem Schiff, aber da erzählt nicht viel. Das ist der Timo. Okay, der wird immer an meiner Schuld stehen. Das hätte ich dir vorher. Oder wir in seiner, oder wie auch immer. So, wir müssen. Jetzt bist du wieder weggerannt. Ich bin nur den Berg hoch, jetzt ruckelt es bei mir gerade ein bisschen. Wir müssen schlafen. Hörst du, hier spielt jemand Flöte? Der neben dir hier. Der Bauer spielt Flöte, genau. Wir müssen zu Bodowin, aber wollen wir erstmal pennen? Ich muss kurz überlegen, ja, wo es zu Bodowin ging. Ich glaube, hier raus. Das können wir noch schnell machen. Hier hinten haben wir so ein schwarzes Vieh bekämpft. Ich glaube, hier ist das. Da gehen wir raus und unten ist die Hütte von Bodowin. Da gehen wir schnell hin und sagen dem, dass wir die aushängen. Der hat uns was gegeben. Und hier können wir gleich mal... Guck mal, da siehst du das? Da hinten sind Scavenger-Blaue. Ich glaube, das ist die. Hier sind wir falsch. Nee, hier sind das Spinnen. Waren das Spinnen? Das sind so eine Grashüpfer hier. Frag mal Kipper, ob der den Jorn gesehen hat. Hey, du! Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was ist los? Nico Risse, das ist die Arculus-Mod. Herzlich willkommen. Arculus, die Chroniken von Myrtana. Was weißt du über den Einbruch bei Kurt? Nicht viel. Eigentlich nur das, was die Leute auf den Feldern sagen. Was soll ich sagen, der Kerl tut mir leid. Er hat sein ganzes Leben in Frieden gelebt und in seinem hohen Alter ereilt ihn eine solche Tragödie. Ist ein glatzköpfiger, muskulöser Mann hier vorbeigekommen? Hast du letztes Jahr was Ungewöhnliches erlebt? Du hast auch das mit dem glatzköpfigen Mann gefragt, oder? Ja. Ist hier kürzlich ein glatzköpfiger, muskulöser Typ vorbeigekommen? Das erste war ungefähr gefragt, so groß wie ich. Junge. Außer Jägern geht niemand diesen Weg. Die meisten Besucher benutzen das Osttor. Sprich mit Felix, er ist derjenige, der es bewacht. Also zu Felix sollen wir noch hingehen.
Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Ich sehe und höre die ganze Zeit etwas Ungewöhnliches. Die Nachrichten von der Front werden immer schlechter und die Menschen werden immer unruhiger. In den Gebieten wimmelt es von Banditen. Eine Gruppe von Fremden ist vor unseren Toren aufgetaucht. Und irgendwo in der Gegend treibt sich auch noch diese verfluchte Bestie herum. Es ist schlimm und es wird noch schlimmer werden. Merk dir meine Worte. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Man sieht sich. Danke, Nico, für das Follow. So, pass auf, wir können mal ganz kurz hier vorne, also wir können mal schauen, ich glaube, es lohnt sich noch nicht, die Grashüpfer anzugreifen, weil ich denke, ich habe noch nicht gelernt, denen die Zangen zu ziehen. Und die beiden Scavenger da vorne sind zu stark für uns. Das sind nämlich keine normalen Scavenger. Also sind wir hier auch falsch, dann gehen wir mal hier hinten raus. Felix soll mal, ja, wie gesagt, nur anquatschen. Hier ist auch noch ein Tor. Wir müssen irgendwie so, da ist so eine Brücke über einen Fluss irgendwie, da müssen wir lang. Oh, Pott hat mich angequatscht. Wer hat sich angequatscht, Harry Potter? Pott, da hat ein Topf auf dem Kopf. Achso, Five Kiss, ich danke für die vielen Likes. Nee, da fragt hey Wanderer, ich sehe, dass du alleine reist. Allein zu reisen ist gefährlich, aber ich kann dir helfen, keine Sorge. Na, dann drücken wir das mal an, ne? Ja, dann machen wir das mal. Ich könnte einen Gefährten gebrauchen. Oh, wie schön. Ich werde dein Schutzschild sein. Na, der stirbt doch. Werden wir gegen jemanden kämpfen? Kämpfen ist einfach und macht Spaß, weißt du. Den hätte ich viel eher gebraucht. Den haben wir jetzt, oder? Wir sind jetzt zu dritt. Da klingt ja schon wie was zu rauchen. Weißt du noch, da gab es bei Gothic 1 den Matt. Kennst du den noch? Matt? Matt, das war der im alten Lager immer am Start war. Hat das was mit Discord zu tun? Ja, im alten Lager gab es den Matt. Der Matt ging den Leuten immer auf den Sack. Da kommt, ihr kleinen Goblins. Warte mal. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Nee, ich weiß schon. Obwohl du es mir besser nicht erzählst. Ich werde es schon selbst herausfinden. Da kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Okay, wir müssen erst mal schlafen. Warte mal. Wo sind Goblins? Du hast gesagt, hier sind Goblins? Vor der Tür, siehst du sie nicht? Nö, ich sehe hier keinen Goblin. Aber hier ist Felix. Zwei Goblins. Okay, ja, hier ist Felix und hier stehen zwei Goblins. Bei mir nicht. Ja, ich habe gerade gespeichert. Ich hau dir mal eine drüber. Okay, ich weiß nicht, warum du da Goblins hast. Hat das was mit dem Typen zu tun, der mit uns mitkommt? Wann werden die Orks uns angreifen? Nein, ich habe jetzt erstmal zwei Goblins gemacht. Ich kann locker 5. Nein, 10 von ihnen umhauen, und zwar mit meinen bloßen Händen. Nö. Ich konnte die einfach verprügeln. Hier, pass auf, wir quatschen mal Felix an hier. Frag mal Felix, ob der Jorn gesehen hat. Aber der quatscht mich die ganze Zeit an. Der will kämpfen, da. Der will unbedingt kämpfen. Ja, Pott, mich labert der auch an. Aber also die Goblins habe ich nicht gesehen. Okay, hier ist Felix, frag den mal. Frag mal Felix, ist ein Mann namens Jorn hier vorbeigekommen? Danke, Five Kiss, für die vielen Likes. Wenn das hier ist noch ein kleines bisschen besser werden würde. Wer soll das sein? Könnte man richtig sauber machen. Er hat eine Glatze und ist ungefähr so groß wie ich, hat aber etwas breitere Schultern. Wir sind vor kurzem mit dem Rest unserer Begleiter im Dorf angekommen. Es ist offensichtlich, warum ich den Kerl nicht kenne. Ihr seid die Art von Flüchtlingen, die betteln und herumhängen. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ich kann mich nicht erinnern. Er hat ihn bestimmt gesehen, der kann sich nicht erinnern. Okay, warte mal, wir haben zwei Sachen. Besuchen Sie viele... Okay, hast du jemanden Verdächtiges gesehen? Fragen wir mal das. Hast du jemanden Verdächtiges gesehen? Noch mehr Fragen? Fragen machen mich durstig. Hast du etwas, um den Rachen auszuspülen? Na, Bier kannst du dem geben, wir haben genug Zeug. Nee, wir haben nicht genug Zeug. Viele Bürger Silber. Zu viele, meiner Meinung nach. Zum Glück bin ich angewiesen, nur die zu kontrollieren, die reinkommen und nicht die, die rausgehen. Wenn du nur die kontrollierst, die ins Dorf kommt, woher weißt du dann, dass mein Bruder das Dorf nicht verlassen hat? Wieso sollte mich das interessieren? Außerdem, je weniger Fremde, desto besser für uns. Vielen Dank für die vielen Likes nochmal. Five Kiss. Bier anbieten, mach ich auch. Prost. Ich habe schon Besseres getrunken, aber für eine kurze Pause von der Arbeit ist es genau das Richtige. Nee. Behalt den Rest. Aber da ich will nicht so enden wie der Säufer letztens. Welcher Säufer? Das war für die... Vor nicht allzu langer Zeit waren einige Besucher so betrunken, dass sie einen von ihnen durch das Tor tragen mussten. Weißt du noch, wie sie aussah? Okay. Der eine war so groß und dick wie ein Weinfass, der andere war dünn, so dünn, dass er fast aussah wie ein Pfahl. Und in der Mitte hatten sie einen Typen, der war so besoffen, dass der nicht mal mehr alleine gehen konnte. Ich sage immer, trink nie mehr, als dein Magen vertragen kann. Die haben das so als Nahrungsquelle.
Okay. Hast du gerade gesehen, dass der erzählt hat, dass hier zwei Typen mit einem Typen durchgelaufen sind? Hast du das mitgekriegt? Ja. Okay, ich habe nämlich, da redet bei mir nämlich gerade noch. Wo lang sind sie gegangen, frage ich jetzt. Oder was hast du gefragt? Ich habe beides, also oben und okay, unten. Okay. In welche Richtung sind sie gegangen? Wahrscheinlich aus der Richtung, aus der sie gekommen sind. Nämlich in Richtung Stadt. Wie sah der Besoffene aus? Glaubst du, ich kann mir das Gesicht jedes Fremden merken, der hier hereinspaziert? Ich habe keine Ahnung, wie er aussah. Das ist alles, was ich wissen wollte. Okay, der hat aber erzählt. Kommst du zur Vernunft? Findest in Richtung du nicht Stadt. Auch, dass das Leben manchmal zu einfach ist? Ja, ich glaube, es könnte ruhig noch viel schwieriger sein. Denn es ist ja irgendwie langweilig, wenn jeder Tag so einfach ist wie ein Zweikampf mit einem Snapper. Und den zu besiegen ist da wohl ein Kinderspiel. Also das ist ja wirklich genau wie damals der Matt im alten Lager. Der nervt ja richtig. Da gab es diesen Matt, der ist auch immer hinter dir hergelatscht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber das ist so ein Typ. So, wir gehen jetzt hier durch. Komm mit. Ich dachte, wir müssen... Warte, speichere erstmal. Ich habe gerade gespeichert. Okay. Ich habe gerade F10 reingepresst. Ich sehe nicht... Ich habe keinen Bogen mehr, deswegen kann ich nicht sehen, wie viel Lebens... Oh. Was glaubst du, wie viele Menschen auf Acholos leben? Ich denke, sicher mehr als 10. Zugegeben, ich habe noch nie nachgezählt, aber meine Meinung bedeutet dir viel. Ja, 70 hinten. Okay, pass auf, wir lassen ihn mal in Ruhe. Wir gehen mal hier außen rum. Bist du verrückt, Mann? Was machst du denn da? Lass mich einfach los. Blöden Mistviecher. Aber wir können, guck mal, du kannst doch nichts looten von denen. Wir können doch nicht die Krallen ziehen, das müssen wir noch lernen. Das heißt, wenn wir die jetzt umbringen, haben wir Geld verloren damit. Ach, okay. Weißt du, deswegen... der geht mir auf den Sack. Sinnlos gemordet. Ja, da quatsch ich die ganze Zeit zu. Kannst du mal für eine Minute still sein? Still sein? Na klar, ich mag Stille auch sehr gern. Na dann kannst du, warte mal, wo? Dann können wir gleich mal Holz fällen. Genau, sehr gut. Hier, an der Stelle, ich glaube, den habe ich schon gefällt. Hier sind viele Baumstämme. Ja, ich glaube, hier war ich schon. Ja, habe ich glaube ich schon. Oh, ich hau den gleich zusammen, den Typen. Wie würden die Leute reagieren, wenn sie herausfinden würden, dass Innos eine Schwester hat? Ich bin sicher, dass es so ist. Das ist die ganz natürliche Ordnung der Dinge. Jeder hat eine Schwester. Ich habe eine Schwester, also haben andere das auch. Ich meine, sie schreibt mir nie zurück, aber sie macht das wahrscheinlich nicht mit Absicht. Das sagt gerade, die Schwester schreibt ihm nie zurück. Doch, hier ist noch. Ach nee, guck mal, hier ist noch. Hier kannst du noch hacken. Ach nee, kannst du nicht mehr hacken, okay. Also hier war ich schon, das stimmt. Weil hier haben wir ja gegen das schwarze Vieh gekämpft und das war nämlich die Bestie, die angeschlagen war auf den ganzen... Oh, ich hau ab! Glaubst du auch, dass das Dorf der beste Ort auf der Insel ist? Kommt eine Ratte, greift mich eine Ratte an und der Blödmann geht mir auf den Sack. Das ist ein wunderbarer Ort, nicht wie diese stinkende, schmutzige Stadt. Ist keine Ratte. Ich habe sogar meine Rede darüber geübt, wie toll das Dorf ist. Eines Tages werde ich sie für dich halten. Nee, hier. Oh nein! Oh, ausgewichen, hast du gesehen? War das nicht gut, wie ich das gemacht habe? Ein Mist viel weniger. Okay, jetzt ist mich hier, hier unten ist eine Ratte. Ich werde mal speichern. Oder was ist das? Mal eine F10. Riesenratte. Ja. Aber die schaffen wir. Warte, pass auf. Oh Mann! Wusstest du, dass Kämpfe nicht gefährlich sind? Idiot! Tatsächlich ist jedes Scharmützel sehr einfach und manchmal sogar richtig langweilig. Zusammen... Oh nein, ich bin tot, aber wir haben gerade gespeichert. Okay, pass auf, dann du kannst einfach F12 drücken. Solange ich nicht sterbe, geht das. Ey, wollen wir den Pott nicht einfach mal draufgehen lassen? Ich meine, ohne Witz. Hallo! Jetzt bin ich tot. Vielleicht hat er irgendwelche Erfahrungspunkte, weil wir den irgendwo abliefern. Oh nein, so ein Idiot. Wenn du gerade kämpfen solltest, dann bringe ich jetzt gleich nochmal 2 neue Gegner mit in die Map. Du hast ja gerade schon geladen gehabt, ne? Ich lade jetzt, ja. Ah, okay, du lädst jetzt auch gerade. Ah, oh, dieser Blödmann. Der geht mir so auf den Geist. Ist das krass. Der Five Kiss macht dir richtig viele Likes auf TikTok hier. Wir haben 4300 Likes schon. Hau ab, geh mir nicht auf den Sackpot. Ich hau, sonst flippe ich aus. Du fliegst hier gerade rum. Was machst du denn da? Du kannst doch mal ein Brot essen, einfach kurz. Also, ich meine, haben wir hier was? Du kannst gucken, ob du ein gebratenes Fleisch hast. Das findest du beim Apfel. Tabulator, dann gehst du auf den Apfel. Und dann hast du hier so gebratenes Wolfsfleisch oder so. Also es hat 10 Energie, was ist das? Uiuiui.
Gebratenes Scavengerfleisch 15. Naja, komm. Rohes, ich hab nur rohes Fleisch. Ach, hier nee, unten? Weiter unten. Nee. Du kannst doch noch Brot essen, du hast doch Brot. Oh, Pott. Weißt du, dass ein Freund von mir einmal gesagt hat, wie sehr Stadtmenschen nicht leiden kann? Als der Händler der Stadt zu uns kam, sagte ich zu ihm, mein Freund meint, du bist ein stinkender Fettsack. Der Händler wurde stinksauer, aber seltsamerweise war auch mein Freund unzufrieden. Seltsam, schließlich habe ich nur seine Worte wiederholt. Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist das alles Geld, was du gerade wegnaschst. Aber gut, wir haben jetzt Geld. Pfeffer ist auch da unten drin, eine Drachenwurzel ist, also das gibt ja hier die Goblinbeere und die Drachenwurzel, die kannst du, da kriegst du Geschick oder Stärke, aber die können wir auch in einem Rezept machen, wo man was noch mehr so Geschick und Stärke kriegen kann. Die Stadt ist vollkommen überbewertet. Okay. Der einzige gute Ort auf der Insel ist das Dorf. Wir haben doch eine Sense. Ja, pass auf. Jetzt müssen wir erstmal den Pott loswerden. Der geht mir ja tierisch auf den Sack. Pass auf, geh mal nicht so nah unten ran, sonst kommt der Scavenger gleich. Pott, greif an, du Affe! Machst du das große Maul? Da macht der Cornish, macht der Idiot. Und wieder bist du tot. Warum bin ich tot? Hä, die hat mich... Was war das, F12? Ja. Das war bloß eine Ratte. Ein Mist, viel weniger. Okay, die Ratte habe ich tot gemacht. Weißt du was? Der König könnte vom Dorf noch was lernen. Sehr schlecht. Genauer gesagt von mir. Ich würde ihm zeigen, wie schwach die Orks sind. Und dann gäbe es keinen Krieg mehr, nicht wahr? Kann man denn irgendwie loswerden, den Typen? Geht das? Kann man irgendwie sagen, verpiss dich, du alter Sack. Hältst du jetzt den Mund? Ich weiß, warum. Aber ich bin doch der Pott. Ein Pott voller Spaß. Ich bin der Pott voller Spaß, hat er gesagt. Ein wohl eher voller Scheiße. Du kannst ihn anquatschen, den Typen. Dann, Okay, aber ich kann nicht verjagen, ne. Kannst du die Viecher looten, die hier liegen? Die Ratte? Ja. Okay. Guck mal, Pott steht bei mir. Du kannst zu dem sagen, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Du willst, Pott, dass ich gehe? Ich glaub, ganz Pott, genau. Ich Pott, dachte, wir würden Freunde sein. Aber du bist genauso wie all die anderen. Du, ich hab jetzt weggeschickt. Er läuft. Ne, er fliegt. Er schwebt weg. Das ist mir egal, Alter. Der ist weg. Was für eine Nervensäge, Alter. Was für ein Typ. So. Der läuft jetzt auf dem Förderband. Ne, okay. Nee, jetzt speichern wir erstmal. Jetzt rennen wir mal durch. Wir rennen durch nach da unten. Weil da ist ja die Hütte von Bodubin. Wir laufen jetzt einfach, wir lassen uns einfach nicht aufhalten, wenn hier irgendein Vieh kommt. Rennen wir einfach dran vorbei. Diesen Sakra, da habe ich jetzt gelesen, aber gleich. Guck mal, hörst du das? Die Słońca przyświeca nam blask. Nein, po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, ktoś wie. Hallo? Nee. Kannst du den anquatschen? Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Also bei mir singt der grad. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją. Ja, aber das habe ich alles schon mal erklärt mit dem. Also das heißt, du kannst den ohne Wunder lassen. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń. Ach, den kannst du fragen auch? Sehr gut, da hast du recht. Ja, das ist die Gothic in Koop. Wir könnten sogar zu fünft spielen. Aber was ja sehr witzig ist. Ja, erzähl. Also einer war fett wie ein Fass und der andere dünn wie ein Pfahl. Also Meatball und Spaghetti. Haben die geschrieben, ja? Nee, das hab ich dazu gedacht. Ah, okay. Offenbar sind hier vor einiger Zeit drei Männer durchgekommen. Einer war fett wie ein Fass, der andere dünn wie ein Pfahl. Der letzte schwankte wie ein Betrunkener und hatte eine Glatze. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Ich würde mich gerne mit dir unterhalten, Junge. Ich habe nicht oft die Gelegenheit, mit jemandem zu reden, aber der ganze Gesang hat mich hungrig wie ein Wolf gemacht. Hast du etwas zu essen? Die Ratten und Fleischschwanzen hier haben sich vor den Regenbüssen eingegraben und ich kann nichts anderes jagen. Okay, also wer soll was zu essen haben? Ich gebe dir was zu essen. Ja, also das ist, das Koop-Plugin ist, glaube ich, gar nicht von der polnischen Firma, aber die Arculus-Mod ist, glaube ich, von einem polnischen Team programmiert. Bitte. Möge Adanos dich segnen. Hast du hier jemanden mit dieser Beschreibung gesehen oder nicht? Moment mal. Fett wie ein Fass. Dünn wie ein Pfahl. Irgendwie kommt mir die Beschreibung bekannt vor. Sie sind vor kurzem vorbeigekommen.
Sie haben mich nicht mal angeschaut, sondern nur den kahlen Typen die Straße entlang geschleift. Okay, also hier sind die wirklich lang gegangen. Woher weißt du, dass der Mann... Hast du gefragt, woher der das weiß, dass der Mann betrunken war? Ja. Wie kannst du wissen, dass der Mann, den sie geschleppt haben, nur betrunken und nicht verletzt war? Es ist schwer zu sagen, aber für mich sah er aus wie jemand, der viel Spaß gehabt haben muss. Es war mitten in der Nacht und ich habe mich am Feuer gewärmt, daher konnte ich nicht viel sehen. Ich habe auch nicht so genau hingeschaut, um kein Risiko einzugehen. Was, wenn es ein paar Ganoven waren? Der hat auf Polnisch gesungen, siehst du? Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, was ist das für eine Sprache? Aber ja, das macht Sinn, weil das ja von einem polnischen Team programmiert wurde. Kannst du dich erinnern, in welche Richtung sie gegangen sind? Nach Norden in Richtung Stadt, wie die meisten Menschen, die vom Land kommen. Sie sind Richtung Stadt gegangen. Danke für die Hilfe, aber ich muss jetzt gehen. Gute Reise, Junge. Nochmals vielen Dank für das Essen. Richtung Stadt. Vielleicht sehen wir uns wieder, wir gehen und dann noch mal hier unten ich dir rein. Wieder etwas vor. Hier unten in der Hütte. Hier unten in der Hütte ist, ja genau. Aber hier unten in der Hütte ist Bodovin, da gehen wir schnell hin. Lass uns Kevin schon in Ruhe. Hier sind überall Höhlen, denke ich. Ja, und hier müssen wir rein, guck mal. Ah, jetzt ist ein Achtel. Pass auf, jetzt können wir erstmal pennen. In seinem Bett. Das weiß das ich nur gut. nicht. Ach, können wir hier. Ob der Auto ist mal zuerst ins Bett? Ich schlafe mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, das geht sowieso nicht anders. Also wir müssen jetzt eh der Reihe nachschlafen. Du machst es bis zum nächsten Morgen. Und dann ist er aber bei dir nicht der nächste Morgen. Weil erst wenn ich bis zum nächsten Morgen schlafe, ist der nächste Morgen erwacht. So. Schön, bei dir ist immer noch 21 Uhr, habe ich recht? Jetzt ist es um 8. Nein, es war schon um 8. Okay, weil jetzt. Ah, okay. Das ist halt. Da ist die. Da, jetzt speichern wir mal. Ich mache jetzt mal einen richtigen Spielstand auf der 2. Einfach mal nicht immer nur Quicksave, auch mal einen richtigen Spielstand. Der hat auch dort geschlafen, der Bodewin. Wir haben zu dritt in einem Bett geschlafen. Ist das krass. So, jetzt kannst du ihm sagen, dass du alle Aushänge aufgehängt hast. Bodewin, komm mal runter vom Bett. Oh nein. Nicht deine Kiste knacken. Nein, wollte ich ja gar nicht. Das packt die Magie weg. Reden, ja, du musst ihn anquatschen. Kommt das bei dir nicht? Na doch, aber der hängt hier oben irgendwo rum. Das macht doch nichts, du kannst doch trotzdem anquatschen. Jetzt. Ah. Oh, bleib stehen, du Lump, hat er gesagt. Ja, weil du deine Waffe in der Hand hattest. Du musst ihn anquatschen. Nicht die Waffe. Linke Maustaste musst du drücken. Ich kann nicht. Kannst du nicht mit ihm reden? Ich werde nochmal laden. Es kann sein, weil ich seine Truhe knacken wollte. Warte mal, wir können mal hier raus. Komm mit hier raus. Vielleicht kommt er dann aus seinem Bett. Warte mal. Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. So. Kannst du jetzt anquatschen? Jetzt, ja. Ich habe alle Aushänge aufgehängt. Genau so. Ah, Stufe gestiegen. Ich habe alle Aushänge aufgehängt. Aushänge? Welche Aushänge? Der ist besoffen. Oh ja, ich habe nicht erwartet, dass du das erledigt bekommst. Hier, für deine Mühlen. Mein Bruder ist verschwunden. Genau. Mein Bruder ist verschwunden. Hätte ich nicht meine Zeit mit deinen dummen Experimenten verschwendet, hätte ich den Führer aufgehalten. Was? Du undankbarer Idiot. Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihm zu helfen. Wenn du mich für das Verschwinden eines Mannes verantwortlich machen willst, den ich nie persönlich gesehen habe, dann gratuliere ich dir zu deiner Klugheit. Wenn du nichts anderes mit mir zu klären hast, verschwinde! Jetzt haben wir uns bei dem auch verschissen, ne? Ich kann mal gucken, ob der uns was über Alchemie beibringt. Kannst du mir etwas über Alchemie beibringen? Noch was beibringen? Was? Du? Du würdest dich eher vergiften, als einen nützlichen Trank herzustellen. Alchemie ist eine Kunstform, die nur für intelligente Menschen gedacht ist. Was kann es schaden, es zu versuchen? Vielleicht stellst du fest, dass du mich unterschätzt hast. In Ordnung, aber ich stimme nur zu, damit du mir nicht länger auf die Nerven gehst. Und ich werde es nicht umsonst machen. Wenn du mein Labor in die Luft jagst, muss ich von irgendwas die Reparaturen bezahlen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Lernen von einem Meister wie mir einfach Gold kosten muss. Ist auch cool, ne?